Moin Leute, willkommen beim News Video. Ich werde in nächster Zeit mehr auf Twitch streamen, da mir es nicht so gut geht. Ich habe leider gesundheitliche Probleme, ich kann nicht so viel Sport machen und mir ist ein bisschen langweiliger geworden, also einfach, ja, dass ich einfach nichts zu machen habe außer Sport und natürlich halt hier YouTube-Videos und so weiter machen. Deshalb habe ich gedacht, ich werde ein bisschen öfter streamen, also auch morgens und mittags eventuell. Und ja, ich bin halt echt nicht gesund. Das sind einfach so Krankheiten mit dem Autoimmunsystem, mit den Knochen und ja, Nervenbahnen. Das ist einfach mehr besser ist, wenn ich momentan ein bisschen mich mehr schone, ein bisschen mehr am PC hocke und nichts mache. Also jetzt immer wieder sehr viel Sport, also ja, das größte Problem ist halt einfach, dass ich momentan echt nicht viel machen kann. Kann ich aufräumen, putzen, kochen, nichts kann ich machen. Mir macht alles irgendwie weh und ja, ständig eben Schmerzen, die einfach mich, ja, gerade momentan sehr, ja, arbeitslos machen sozusagen. Und deshalb, ja, widme ich einfach mich ein bisschen mehr dem PC und möchte einfach ein bisschen mehr Livestream, da jetzt momentan auch bald der GTA 5 Rollenspiel-Server kommt, der scheinbar gut, sehr gut wird, dank drei Programmieren. Ich weiß jetzt nicht, also einer ist sicher und die anderen nicht so, oder ja, mit war auch sicher. Dass da ganz viel anders wird als auf anderen Rollenspiel-Servern von GTA. Und dass vielleicht auch viel in Richtung Last Epoch geht oder andere Games, die ich liebe. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was hat das jetzt mit einem modernen Rollenspiel-Action-Adventure zu tun? Das werdet ihr dann sehen, also es wird schon ein bisschen anders sein. Es wird noch modern bleiben, aber auch ein bisschen halt Endgame oder sonst irgendwas Szenario geben. Und auch ein bisschen den Look von Last Epoch, finde ich. Und ja, mehr möchte ich eigentlich über den Server nicht sagen. Er wird einfach losgehen, wenn es die erste spielbare Version da ist, also wenn die Plugins drauf sind. Und ja, auf twitch.tv/dragobasler werde ich jetzt öfters livestreamen und dann auf YouTube hochladen die Videos, also die Aufzeichnung, vor allem die Highlights. Die Videos werden halt ein bisschen länger gehen, weil ich jetzt nicht immer die ganze Zeit den Knopf drücken will und alles einstellen möchte. Wenn die einfach ein bisschen verzögert kommen, aber ich möchte ja sowieso eigentlich live übertragen und nicht jetzt immer die ganze Zeit euch die Videos danach hinein sehr schnell geben müssen, weil sonst schaut ihr natürlich nur noch die Videos und überspringt alles. Das ist eigentlich bei jedem Livestreamer halt so. Und ja, dann werde ich halt eben meistens Last Epoch livestreamen und neue Games. Stoneshard werde ich sicher auch livestreamen manchmal. Und vor allem Sacred 2, weil ich ja das nicht aufnehmen kann. Also das wird das wahrscheinlich täglich 2 Stunden oder so kommen werden. Und ja, mal schauen, wie es dann geht mit dem Rollenspiel-Server. Werden da sicher auch viel kommen. Gut, ja, jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr über die Krankheit sagen, die ich so habe. Also, es ist nicht sicher. Momentan ist wirklich gar nicht sicher. Ich habe ja noch andere Krankheiten. Also ich habe zum Beispiel Diabetes mellinus 1. Und das ist eigentlich eines der Hauptprobleme, wieso ich jetzt nicht so am PC sein möchte immer wieder. Also sehr viel gerne Sport mache und so. Aber immer noch genug Zeit habe für euch viel zu leisten und Let's Play. Aber das Hauptproblem ist halt einfach, dass verschiedene Krankheiten um das Diabetes noch bei mir, also Autoimmunkrankheiten, wie zum Beispiel Morbus Addison und so, da auch noch mehr Probleme machen momentan. Also, dass so langsam auch wieder mehr Krankheiten sichtbar werden, noch mehr Krankheiten, dass ich mich noch ungesunder fühle. Im Sport fühle ich mich gesund, denn im Livestream und so habe ich die Ablenkungen.
Deshalb möchte ich einfach das widmen, was mir momentan mehr Spaß macht und was euch auch viel Spaß macht, damit es mir auch wieder mehr Spaß macht, diese Ablenkung zu machen und so weiter. Also ihr helft mir da extrem viel. Einfach beim Glücklichsein, beim unterhaltet werden und so weiter. Und deshalb, ja, macht bitte mit. Schaut mir ein bisschen zu. Und wenn es euch keinen Spaß macht, sagt es. Aber einfach, dass ich vielleicht auch ein bisschen Motivation bekomme. Weil momentan ist die Motivation nicht immer so groß. Ja, Motivation, das Game zu spielen, aber oh, Motivation nicht, weil ich krank bin. Und das überwiegt momentan, diese Krankheiten überwiegen momentan einfach dem Spaß. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ja, ich muss viel mehr gehen, sonst bin ich nicht glücklich. Ich muss jetzt diesen Rundspielserver haben, ich muss Last Epoch mega fiebern und im Endgame sein und so. Da viel mehr Zeit investieren müssen. Und das ist natürlich momentan echt schwer, jetzt gerade zu sagen, ja, ich bin mit dem glücklich und mit dem glücklich. Klar, ich bin sehr glücklich mit Last Epoch. Aber ich bin nicht unbedingt so glücklich, dass das Spiel halt auch meistens ein bisschen lange geht. Also ja, manche Sachen sind halt noch nicht so gut in dem Spiel. Manche Dinge sind sehr gut und haben andere Vorteile, wo andere Games nicht haben. Also sehr viel Spielspaß hat, aber einfach manche Sachen nicht so gut sind. Und manche sehr gut. Und dann gibt es da auch eben diese Motivation, die das Spiel bringt. Nur ich kann es nicht so viel spielen. Dann zum Beispiel Sekiro 2, wo wirklich gigantisch ist und ich extrem viel Spaß habe, weiterzukommen. Dann habe ich ja, GTA Online, wo vor allem mit dem Ghost Hunter mega viel Spaß macht und mit anderen, die jetzt nicht so oft da sind, aber auch mir sehr viel Spaß bieten. Und dann gibt es noch ja, Minecraft sicher bald auch wieder, aber das ist momentan mir ein bisschen zu schwer mit den verschiedenen Baustilen ausdenken, bauen, ja, viel Spaß haben. Da gibt es nicht immer ja den ganzen Spaß. Und deshalb machen wir auch ein bisschen Päuschen von dem, weil dann bald 1.16 kommt. Oder, ja, 1.16 ist jetzt, danke. Und dort, ja, dann sowieso sehr viel livestreamen werde. Und auch Let's Playen werde. In den Livestreams werde ich dann einfach immer wieder bauen, Rollenspiel machen. Und im Let's Play werde ich dann immer vom Spiel irgendwas zeigen. Also zum Beispiel, ja, den Zaubertisch. Oder, den, Enderdrachen und so weiter, oder? Ja. Und dann gibt es ja noch andere Games, die ich gerne mal livestreamen möchte. Also, ich werde mich sehr viel mehr wahrscheinlich mit Livestreams beschäftigen, also machen. Um euch auch wirklich den Spaß zu bringen, den ihr wahrscheinlich nicht immer so habt. Oder, ja, weil ich einfach ein netter Mensch sein will. So, ich werde in den nächsten Tagen vielleicht ein Video machen vom Rollenspiel-Server, also dass ihr da ein bisschen aufgeklärt seid, was es genau wird und so weiter. Aber ich kann wirklich nur das sagen, wo wir wirklich auch Plugins machen können, weil viele Sachen gehen mit Plugins wahrscheinlich nicht so, oder sind einfach schwer umzusetzen über die Plugins. Aber was ich sagen kann, es gibt neue Inseln, die wir wahrscheinlich auch in einem Livestream selber machen werden. Es wird neue Features geben natürlich. Es wird neues Balancing, alles mögliche geben. Detailliertere Gegenden, offene Gebäude, also das Gebäude wirklich offen werden, fast alle. Und das ist eine harte Arbeit natürlich, aber das werde ich natürlich genüsslich machen, das muss man nicht so schnell machen. Also ich würde es gerne schneller machen, durch Livestreams und so weiter. Dann wird es natürlich auch neue Spielfeatures geben, es wird nicht unbedingt immer ein Action-Adventure bleiben, sondern ein echtes. Ja, zum Beispiel MMORPG ohne, ja, hoffentlich Grinding und so, also ein
sagen wir, ein Gothic-MMORPG. Aber mehr sage ich dazu nicht, was es genau ist. Es wird einfach etwas Neues, Spezielles sein. Und es wird wahrscheinlich das Rollenspiel oder das Action-Adventure nicht stören, hoffentlich. Es wird schon ein bisschen verändern, aber nicht stören. Ich hoffe es jedenfalls. Also das war's mit dem News-Video. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen ermutigt, mir ein bisschen mehr zuzuschauen. Es ist klar, ich mache keine Werbung, ich bin in keinem Netzwerk. Ich verlange von niemandem Geld, also ich tue niemand Geld anbieten auch, was viele halt machen, damit sie bekannt werden. Ich bin abhängig von euch, genau euch, ihr da vor dem PC oder vor dem Handy oder irgendwo vor einem anderen modernen Gerät. Und deshalb, ja, ihr entscheidet, wie es mir geht, ob es mir gut geht oder nicht. Jeder von euch entscheidet das. Er darf gerne helfen, muss es nicht. Aber mir geht es halt momentan echt nicht so gut und ich hoffe, es tut euch nicht betrüben, dass es mir nicht so gut geht. Ich bin sehr müde, ich bin sehr schwach. Und möchte halt einfach am liebsten ein bisschen Ablenkung haben, ein bisschen Spaß haben. Dürft mit mir kommentieren in Livestreams oder in Videos. Ihr dürft alles, ihr dürft auf mein Discord-Netzwerk gehen und dort ein bisschen schreiben mit mir. Oder ihr könnt einfach dabei sein in Livestreams und in Videos. Und in Stillschweigen oder sonst irgendwas mir ein bisschen helfen. Es trotzdem helfen, jeder Aufruf. Hilft mir zum Beispiel sehr. Jeder Like, jedes Kommentar, jeder Aufruf, Zeit. Ja. Also dann, ja, merkt es vielleicht am Hals jetzt gerade. Es ist immer auch ein bisschen der Hals, wegen der trockenen Luft und so weiter. Kann man nichts machen. Na gut, dann viel Spaß. Macht's gut. Gute Gesundheit. Und ja, bis nächstes Mal. Tschüss.